Jetzt vielleicht die Frage, wie wirkt das denn alles? Haben wir genügend gebaut oder fehlt da irgendwo was? Und wenn man über genügend spricht, dann müssen wir uns das mal einmal genauer angucken, worüber reden wir denn eigentlich? Es hängt letztendlich sehr, sehr viel davon ab, wie viel Zuwanderung kommt nach Deutschland. Und wir haben das in diesem Chart anhand von drei Zuwanderungsgrößen dargestellt. Wir haben eine Zuwanderung im oberen Bereich von 360.000. Wir haben im unteren Bereich eine Zuwanderung, die liegt bei ungefähr 200.000. Und dann haben wir noch eine mittlere Variante. Wir können nicht genau sagen, was die Zukunft bringen wird. Das kann niemand. Aber wir müssen in diesem Korridor denken. Und wenn wir die tatsächlichen Zahlen sehen, dann sehen wir, und da bitte ich Sie mal nach unten zu gucken, da geht es insbesondere um den Mietwohnungsmarkt, genehmigt und Fertigstellung. Und dann sehen Sie einen Strich von 140.000. Das ist das, was wir eigentlich erreichen müssten für den Mietwohnungsmarkt. Und gerade im Mietwohnungsmarkt sind wir noch deutlich davon entfernt, die Zahlen, die wir brauchen, zu erreichen. Die Botschaft ist also folgende. Wir wissen nicht ganz genau, welche Gesamtzahl an Wohnungen, das sind ja auch Einfamilienhäuser und Eigentumsobjekte, wir letztendlich in Deutschland brauchen. Da gibt es eine gewisse Unschärfe. Was wir aber definitiv wissen, dass die Zahl der bezahlbaren Mietwohnungen, und das ist der untere Bereich, bei weitem nicht realisiert wird, und das ist der Kern des Problems. Da wollen wir nochmal näher einsteigen und schauen auf die Bedarfsdeckung beim Wohnungsneubau. Wir haben jetzt insgesamt gebaut 286.000 Wohneinheiten in Deutschland. Sie wissen, das Ziel der Bundesregierung war in dieser Legislaturperiode ein ganz großes. Das werden wir nicht erreichen können. Da müsste also wirklich ein Wunder geschehen und Wohnungen müssten vom Himmel fallen. Das passiert aber selten. Und wenn wir jetzt insbesondere nochmal in den Bereich reingucken, der uns interessiert und der insbesondere auch die Bevölkerung interessiert, das sind die Mietwohnungen, die bezahlbaren Mietwohnungen. Und da sehen wir, dass wir bei den Mietwohnungen aktuell eine Bedarfsdeckung haben von 70%, das heißt 30% der benötigten Mietwohnungen werden nicht gebaut. Und bei den Sozialwohnungen sieht es noch viel finsterer aus. Hier haben wir eine Fertigstellung von 27.000 Wohneinheiten. Wir bräuchten aber 80.000. Das heißt, dort ist die Bedarfsdeckung gerade einmal 34% in Deutschland.